Moin Moin, du möchtest dich im taktischen Bereich weiterbilden? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Taktik-Grundkurs. Den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Mit dieser Übung möchten wir die Abwehrkooperation von beiden Innenblockern hier gegen Rückraummitte und Kreisläufer trainieren. Wir haben hier alle Angreifer auf Rückraummitte mit Ball, dann einen Kreisläufer und zwei Innenblocker, einen Torwart und einen Anspieler auf Rückraum rechts oder Rückraum links, das ist völlig egal. Und dann haben wir hier zwei Markierungen, eine rote und eine gelbe. Und die zeigt dann an, welcher Abwehrspieler raustreten soll und welcher hinten um den Kreis rum arbeitet. Das heißt, Rückraummitte spielt jetzt einen Auftaktpass zum Anspieler, bekommt den Ball zurück und muss sich jetzt den Ball in der Vorwärtsbewegung annehmen und dann entscheiden, ob er hier über Rot geht oder über Gelb geht. Wenn er jetzt hier über Rot geht, ist es das Signal für den hier, für den Mütter Nummer 8. Der tritt vor und nimmt den Rückraummittelspieler aggressiv offensiv an und der Neuner muss hier um den Kreislauf herum arbeiten, um einen Pass nach hier zu verteidigen. Ja, das heißt, einer tritt vor und der arbeitet rum. Oder ihr sagt, die Abwehrspieler dürfen das noch freier lösen, wenn die hier zum Beispiel relativ groß gewachsen sind und sehen, okay, hier ist einer, der ist nicht so wurfstark, dass sie das etwas defensiver lösen und der hier vielleicht in den Block geht und der hier ein bisschen rumarbeitet, um das nach hier zu verdichtet, vielleicht den Kreisläufer noch nach vorne schiebt. Das könnt ihr so machen. Aber als erstes einmal das Trainieren. Spieler geht über Rot, heißt einer tritt raus, der andere arbeitet rum. Angreifer geht über Gelb. Hier, zack, würde heißen, 9 tritt raus, 8 muss rumarbeiten, um Pass hier zu verteidigen. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!